Hallo und willkommen zu einem Age of Empires Stream. Age of Empires 2 mal wieder. Lang, lang ist's her. Wir haben ja ewig lang den Vierer-Teil immer gespielt, diesen neuesten. Und jetzt gehen wir nochmal zurück auf die Ursprünge. Nicht so ganz auf die Ursprünge, denn es ist die Definitive Edition. Aber wir haben heute eine kleine Anfängerrunde zusammengestellt. Denn Simon und Krogi sind dabei. Wir haben uns das letzte Mal, als wir vor 2 Monaten Backseaters zusammengespielt haben, beziehungsweise bei der Show teilgenommen haben, haben wir gesagt, was können wir denn mal zusammen machen? Was bietet sich da an? Und da hat sich Age of Empires herausgestellt, dass wir das hier mal spielen könnten. Weil die anderen beiden haben noch gar nicht so viel Ahnung, beziehungsweise ich glaube, Krogi hat es wirklich noch nie gespielt. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie sie sich schlagen. Ich glaube, Simon hat zumindest so ein bisschen RTS-Erfahrung. Das ist das Razer Barracuda Pro. Das ist vollkommen recht, Kikli. Yamato, auch wieder am Start. Hallo. Herzlich willkommen. Ich bin sehr gespannt, wie das heute funktioniert. Ich habe mir gedacht, ich habe ja schon mal die Lobby eröffnet. Ich habe mir gedacht, was würde am meisten Spaß machen, wenn man einfach irgendwie so eine Build-Order durchgeht. Und dann dachte ich, nee, das macht wahrscheinlich gar keinen Spaß. Das ist wahrscheinlich, danach sagt man wahrscheinlich, oh scheiße, das spiele ich nie im Leben mehr. Deswegen würde ich wahrscheinlich zu dritt einfach mal mit dem Spiel starten gegen 2 Gegner, die auf leicht sind. Und dann, während wir so ein bisschen reinstarten, erkläre ich so ein bisschen, was kann man am Anfang bauen und sowas alles. Ich glaube, wenn ich denen jetzt so eine richtig harte Build-Order direkt gebe und dann und Villager 7 baut das Lumbercamp und der 11. Lötenbohr, dann haben die, glaube ich, sofort keinen Bock mehr. Ich glaube nicht, dass das so 2 sind, die gerne an der Build-Order entlang bauen. Und der Offensivmarkt? Lieber während des Spiels ein wenig zeigen. Ja, das denke ich auch. Wir nehmen einfach eine KI-Gegner, die schon mal auf leicht sind, damit die nicht sofort niedergerusht werden. Spielen alle zu dritt ein bisschen. Und kommen mal gechillt so ein bisschen in das Spiel rein. Unser Plan. Ja, guck mal, da ist er doch! Ah, nice. Das ist geil. Geil. Ach, du perfekt. Die Einladung für den Squad-Stream annehmen, dann sind wir ready. Meine Güte, an allen Ecken und Enden muss man hier irgendwas bestätigen, aktivieren. Wo finde ich denn den Squad-Stream? Bei dir ist alles gut, Simon. Ja. Du bist der Allergeilste. Nikola, beleidige nicht Simon. Okay, finde ich gut. Du hattest schon, du hattest jetzt schon Mara, Volk ausgewählt. Dank, dass du dir das alles gibst. Ne? Ich habe jetzt einfach ich Fragezeichen gemacht. Nee, Mara macht das nämlich eigennützig fürs Best of Simon. Die will nicht dabei sein, damit sie hinterher nicht so viel zu schneiden hat. Das ist alles. Simon, du kannst mal da, wo bei dir zufällig steht, bei Volk, draufklicken. Ja. Da kommst du zu den Zivilisationen. Ja, das ist so viel, dass ich lieber zufällig nehmen würde. Aber gibt es sowas wie Anfänger? Die Briten nimm vielleicht? Einfach mal die Briten oder Franken zum Beispiel. Sympathie. Geh nach Sympathie. Nehme ich die Franken. Burgen kosten weniger, Kavallerie, mehr Lebenspunkte, gratis Mühle. Jawohl. Der Squad-Stream läuft. Killer. So, Krogi, hast du da auch drauf geklickt, weil bei dir steht immer noch zufällig? Nee, ich gucke mir das Bild noch an. Aber jetzt ist ausgewählt. Okay, dann müsst ihr beide bei Team noch 1 auswählen, damit wir nicht gegeneinander spielen. Jo. Okay. Gut, ich habe jetzt hier 2 KIs eingestellt, die verbündet sind auf leicht. Das sollten wir wahrscheinlich schaffen. Wir spielen auf Arabien, das ist die quasi Standardkarte. Da gibt's, da könnt ihr auch, wenn ihr, ach nee, das seht ihr gar nicht, ne? Wenn man auf Karte, könnt ihr auf Karte klicken? Nee, ne? Das kann nur ich hier. Nee, das ist keine Wasserkarte, sondern eine ganz normale, wüstige, wüstenhafte Karte. Dann die anderen Sachen, die sind auch alle Standard, die ich da eingestellt habe. Und ich habe jetzt mal hier unten eingestellt, gemeinsame Erkundung. Das heißt, wenn unsere Späher irgendwas erkunden, dann wird das für uns alle freigeschaltet. Das müsste man normalerweise mal noch mit einem Markt machen, aber ich mache das jetzt mal von Anfang aber an. Aber heißt das, wir spielen 3 gegen 2? Ja, würde ich jetzt für euer erstes Spiel so machen. Klingt fair. Finde ich gut. Wolltest du jetzt sagen, es wird schlecht? Ja, egal. Komm, ja, finde ich gut. Das machen. Ja, und ich habe Krogi eben schon gesagt, es gibt eigentlich natürlich bestimmte Build-Orders, die man spielt, wann man was baut und so. Das würde ich jetzt auch fürs erste Spiel mal ein bisschen lockerer sehen und euch nicht mit einer Liste quälen. Aber ich kann euch so grob Sachen, was man
so macht. Okay, dann müsst ihr unten auf. Ich bin Fall. Bereit. Habe ich schon gemacht. Alles klar. Oh, und? Sehr spannend. Bitte nicht böse werden, wenn ich doch mal irgendwas nachfrage. Ach stimmt, mit Portugiesen haben wir sowieso Kartografie. Bei mir auch nicht. Alles klar. Ist richtig. Ne, wir machen das jetzt ganz gechillt. Gut. So. Und Grogi, du hast schon ein bisschen Kampagne gemacht, oder wie? Wie man so läuft. Also wie man läuft, habe ich hingekriegt. Danke der Nachfrage. Aber sonst ging es ja nur. Also, nee, sonst, also, ach, wir machen das schon. Ich weiß, dass da gibt es Büsche. Da gibt es Büsche, dann sammeln die da ihre Beeren runter und dann futtern die das. Und im Inventar sind die, aber das wäre auch gefallen, im Inventory, Mara, werden aus Beeren auf einmal Fleischstückchen. Das ist ja Quatsch. Okay. Also. So, als erstes nehmt ihr mal, brauchen wir zwei Häuser. Also ihr nehmt einen Dorfbewohner und klickt da auf dieses ganz linke Symbol, wo Gebäude steht. Hotkey ist Q. Und da kann man ein Haus auswählen mit dem einen und mit dem anderen auch nochmal ein Haus bauen. Oh shit, ich habe einen Dorfbewohner. Habt ihr's? Genau, wir haben beide Dorfbewohner gebaut. Ja. Ach so, du musst den Dorfbewohner anwählen und dann. Anwählen, so. Genau, anwählen und. Und dann Gebäude bauen, okay. Gebäude bauen. Wo soll das hin, Mara? Ist egal. Das ist egal. Ist nicht so ganz nah an das Haupthaus daran. Genau, das ist nämlich die Frage. Ist Age of Empires so ein Spiel, wo du schön in die Breite, in die Fläche bauen musst? Oder ist das eher nicht so? Oder ist egal? Ja, du willst dich schon ein bisschen ausbreiten. Alles klar. So, habt ihr Häuser gebaut? Eins. Ja, zwei ich am besten. Zwei Häuser und eine Mühle. Drei Häuser. Ja, eine Mühle auch schon. Ja, die hättest du, ja. Ja, die hat sich so angeboten. Am Anfang ist es ganz cool. Wir haben ja hier so Ziegen. Habt ihr schon so Ziegen gefunden? Ja, die liegen hier, stehen hier bei mir rum, genau. Man würde so am Anfang mit den ersten Villagern, die man baut, zum Beispiel auf die Ziege gehen. Also die ersten sechs Stück, die sind erstmal so auf die Ziege. Also ihr nehmt eine Ziege, stellt die in die Mitte von eurem Haupthaus hin und dann schickt ihr da so ungefähr sechs Leute drauf. Ach so, die sind jetzt verbündet, die Ziegen. Verstehen. Was machen die mit den Ziegen? Die schlachten die, stechen die ordentlich ab. Oh. Was? Das hast du aber nicht gesagt. Ich wollte nicht, dass sie die abschlachten. Hä? Da werden die einfach so niedergemetzelt. Na gut, das muss sein, das ist die Natur, und, so ist das halt. Und ihr habt da noch einen Späher dabei. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gemacht habt. Eine Person, die kein Dorfbewohner ist, die könnt ihr mit Steuerung 1 in die Gruppe 1 tun und schon mal so ein bisschen auf der Karte herumschicken, in das Schwarze herum. In den Osten. Ach, der Späher, ja. Eins? Warte mal. Aber nur eins? Ist das? Ja, ihr habt einen Speer. Ja, das ist korrekt. Aber ich meine, wie kann ich den gruppieren? Steuerung 1. Auswählen und Steuerung 1. Alles mir klar. Liegt ein Teppich vor dem Haupthaus. Bei euch auch? Komisch. Ja. Und den schicke ich jetzt einfach mal irgendwo hin, ja? Ja, einfach ins Schwarz hinein. Nämlich genau ein bisschen, der soll ein bisschen erkunden. Wie gut bist du eigentlich, Mara? Schreibt gerade der Chat. So, die... Ich baue noch einen Dörfler, ne? Sechs Dörfler. Ja, immer die ganze Zeit. Immer die ganze Zeit durchbauen. Das ist das Wichtigste. Dörfler bauen die ganze Zeit? Ja, immer zu. Wirklich? Ja, ihr seht ja oben bei der Anzeige, wie viele ihr ungefähr habt. Also das letzte da, ich habe da jetzt 11 von 25 zum Beispiel. Ich habe da 8, also immer mehr. Einfach die ganze Zeit durchbauen, ja? Ja, immer durch. Aber brauchen wir dann nicht auch noch die Felder? Die baue ich auch gerade. Ja, das kommt... Auch gleich noch, wenn ihr so ungefähr 11 habt, dann könnt ihr mit dem 11. Dieses Nashorn holen. Also ihr habt wahrscheinlich auch schon Nashorn gefunden. Bitte was? Nashorn ist wie ein Wildschwein. Ja, aber wer soll den denn finden? Meine kloppen ja alle auf die arme Ziege ein. Ja, da kannst du dann einen von wegziehen. Ja, ich habe einen Zebra. Ist das klar? Ich habe ein Nashorn. Aber Vorsicht bei dem Nashorn. Zweimal schießen und dann schnell zu den anderen hinlaufen, weil sonst bringt euch das um. Also ihr wollt mit vielen Villagern da drauf schießen. Ach, mit den Villagern? Ich bin mit dem Pferdeheini dahin gegangen. Nee. Ihr wollt das ist zu weit weg. Ernsthaft? Das läuft dir hinterher, wenn du es angeschossen hast. Zweimal anschießen und dann zu den anderen schnell laufen damit. Ich habe es einmal nur angeschossen. Dann kommt es dir nicht hinterher. Ich habe noch nicht mal einen da.
Okay, ich nehme jetzt mal einen. Es kommt alle. Ey, Leute, alle hat auf Nachsorgen, Johnny! Die Rolle ist tot. Scheiße, ey. Gibt es Hotkeys für die, für das Haupthaus, also für die Kamera sozusagen? Um da drauf zu springen, ist H. H fürs Haupthaus. Okay, danke. Das hilft. H übrigens, hilft. Kann den, mit dem, wenn man G drückt beim Speer, dann läuft er automatisch rum. G, G, wie Gustav. Interessant. Oder kann man sich auch so genau, automatisch erkunden kannst du. Ja, das ist ein bisschen. Kann ich mir auch so eine To-Do-Liste für jemanden anlegen? Ich glaube, das. Also kann ich einem mehrere Befehle hintereinander geben. Ich weiß nicht, ob es bei dieser Version geht. Bei 4? Mit Shift müsste doch, wenn du Steuerung gedrückt hältst, glaube ich. Oder Shift, ja. Die haben mir teilweise bei 2 noch ein bisschen was umgestellt. Zum Beispiel mit dem automatischen Erkunden. Das gab es eigentlich auch nicht mehr. Aber das erleichtert natürlich ein bisschen was. Ich habe einen dummen Sammelpunkt gesetzt. Jetzt erst bin ich dumm. Ich habe meinen Sammelpunkt außerdem ganz weit weg gesetzt. Automatisiert. Simon, du hast auch in der Nähe von deinem Dorfzentrum Tiere. Du brauchst nicht einmal quer über die Map laufen. Spawn immer welche in der Nähe von dem Dorfzentrum. Das ist einfach nur geil. Ich mag das wirklich. Ja, also läufst du als hast du schon ein paar Leute auf Holz geschickt auch mal? Nee, nur auf Tiere, weil wir sind miese Schweine. Wir wollen einfach nur süßen Tiere umbringen hier auf der Map. Du könntest dann auch schon mal so 3 nehmen und dann auch wieder bei Gebäudebau und dann auf Holzfällerlager gehen. Am besten ganz, ganz in die Nähe von so einem Wald. Einer meiner Leute wurde einfach vernichtet von dem Rhino. Ja, da musst du aufpassen. Holzfällerlager. Ja, bauen die jetzt gleich mal. Wie du befiehlst. Die stufenlos zoomen ist richtig schön. So, und dann immer gucken. Also ihr habt 2 Nashörner in der Nähe von eurem Haupthaus. Die könnt ihr auch nacheinander holen. Aber wie gesagt, 2-mal schießen und dann schnell. Das ist super wichtig, oder was, das Nashorn? Die geben sehr, sehr viel Nahrung, ja. Und ihr wollt ja gerne 500 Nahrung haben und 2 Gebäude der dunklen Zeit. Dann kann man aufsteigen in die nächste Zeit. Also ich habe genügend Dorfler, Mara, mehr geht nicht. Dann musst du Häuser bauen. Ah, also wenn du... Naja, das ist ja logisch. Bist irgendwo pennen. Ja. Machst du es so, dass du dir die Dörfler auch gruppierst, damit du nicht, also damit du einfach schnell so ein schnelles Einsatzkommando zur Verfügung hast, sozusagen? Oh, da ist ein Löwe. Deswegen werden meine ganzen Dorfbewohner gefressen von Löwen. Es kommt drauf an, je nachdem, was ich mit denen machen will. Warte mal. Ich finde dieses. Okay, jetzt habe ich das Rhino. Aber hier, mein Dorfbewohner hat nur ein Messerchen. Wo bist du denn da unterwegs, Simon? Warum läufst du denn komplett zur anderen Seite von der Karte? Ja, ich sag doch, weil das ein Sirinozoros ist, was ich sehe. Ja, das wird dich töten. Das würde ich jetzt nicht anschießen. Das ist zu weit weg. Anschießen. Ja, in der Nähe von deinem Haupthaus, ja, nicht irgendwo auf der Karte. Tötet mich jetzt, okay. Dann guck besser noch ein bisschen bei deinem Haupthaus so in der Gegend herum, wo da noch schwarz unerkundet ist. Genau, dein Speer macht das schon. Und dann lieber das nehmen, was da so in der Nähe ist. Es läuft was alles. Ja, alles gut. Ich warte auf einen Button, der untätige Arbeiter anwählt oder so. Ja. Das müsste Punkt sein. Punkt? Ja. Das ist sehr gut, danke. Jetzt kommt wieder ein Nashorn. Das läuft schneller als meine Lady. Aber egal, das Nashorn stirbt jetzt. Aber eine Person ist auch gerade draufgegangen. Ich sehe es. Ja, es also dein Holzfällerlager zum Beispiel hier oben, Krogi, hättest du noch ganz, ganz näher an den Wald, also fast quasi direkt an den Wald dran bauen können. Aber ich hatte noch nicht die Sichtweite dorthin, da war noch alles genau. Ist ein gelber Reiter vorbeigekommen, ist das einer von euch gewesen wahrscheinlich, oder? Nee, das ist der Feind. Also. Okay, ich schieße dir das Rhino an.
Und dann mit allen Arbeitern drauf, oder wie? Mhm. Zweimal. Wo machst du das denn gerade? Ich versuch das gerade, ja. Habt ihr schon andere coole Häuser? Also irgendwelche anderen? Ja, ich hab das Ding. Ah, sehr gut. Sehr gut. Eine Mühle, was brauche ich? Brauche ich die auch? Ja, eine Mühle kannst du direkt an die Beeren dran bauen, zum Beispiel. An die Beeren? Mhm. Wo habe ich Beeren? Ach, da oben, ja. Das sind wie so Zitronensträucher. Mhm, mhm. Sieht gar nicht aus wie eine Mühle. Na gut. So, was baue ich denn? Da wird das Nashorn schön weggemümmelt von den Leuten. Da freue ich mich. Und das zweite ist super direkt. Genau, da unten, ich sehe es bei dir auch schon, Simon, das ist so südlich von deinem Dorfzentrum. Ja, ich sehe es. Ich sehe es. Das kannst du dir auch noch holen. Und die Zebras holt man sich am besten, indem man 4 Villager nimmt. Die können einen Zebra abernten quasi. Mit 4 zu einem Zebra hin draufschießen und dann kann man die abernten. Die sind auch nicht so gefährlich wie ein Nashorn, die Zebras. Okay, das Gute ist nämlich auch da. Halte Shift gedrückt, dann kannst du Warteschlangen. Was sind Warteschlangen? Keine Ahnung. Dann sollen aber auch Leute jetzt aktiv Beeren abbauen, ne? Ja, das kannst du auch machen. Jetzt stehen wirklich viele rum. Bevor die rumstehen, schick die einfach auf Beeren oder Holz oder was auch immer. Okay. Du kannst auch da, links von dir hast du auch ein bisschen Gold, das kannst du auch schon mal abbauen, ein bisschen. So, dann brauche ich dafür so eine Bergarbeiterlager. Mhm. Oh. Ja. Ich wusste nicht, Mara, deswegen habe ich eben so komisch reagiert, dass man Gebäude in dem dunklen Gebiet bauen kann. Ich dachte, das wäre so Command & Conquer-mäßig, dass es nicht geht. Ja, ich würde es nicht einfach ins Blaue hineinbauen. Also gut wäre schon, wenn du vorher sehen würdest. Ist auch dunkel. Und du kannst, du hast deine Ziegen da noch, Krogi. Also du hast da so rote Ziegen gefunden. Und sobald die so ein rotes Halsbändchen anhaben, gehören die dir und dann kannst du die steuern. Die kannst du zu deinem Dorfzentrum lotsen und dann schlachten. Das ist ja fantastisch. Die locke ich in den Tod. Fantastisch. Ja. Ist ja voll nett. Simon, achso, du hast da oben eine Mühle gebaut. Ja. Ja, jetzt brauche ich ja Essen, um aufzuleveln. Aber gleichzeitig brauchen meine Figuren doch auch Essen. Mhm. Ja, also du musst so viel einnehmen. Muss ich mehr produzieren. Ja, also richtig viel. Du kannst, und so, ne? Du kannst noch eine Mühle da unten bei diese Zitronensträucher bauen und da Beeren sammeln. Eine Mühle bauen da? Ja. Ah, mit Shift. Okay. Mara, man kann mit Shift einem Dorfbewohner mehrere Tätigkeiten zuweisen. Wusstest du das? Ja, das ist bei der ursprünglichen Age of Empires 2 nicht gewesen. Deswegen guter Tipp nochmal hier an der Stelle. Schön wäre das. Nee, das kannst du auf jeden Fall schon machen. Aber bei der ursprünglichen wurden zum Beispiel auch die Felder nicht automatisch eingesät oder der Speer ist nicht automatisch rumgegangen und hat geguckt. Also es gibt einige Sachen, die nochmal gemütlicher gemacht wurden, sag ich mal so. Ja. Ich glaube, es ist verpönt. Ach Gott, hier stehen jetzt nicht Leute. Auto everything, ganz genau. Essen die denn alles vom Tier, Mara, oder haben die da? Ja. Gut. Alles kommt weg. Alles kommt weg. Okay, also wie gesagt, wenn das bei euch irgendwo blinkt, dass ihr niemanden mehr bauen könnt, dann schön wieder ein Haus bauen und dann. Oh ja, du hast schon einige Häuser gebaut, Krogi, sehe ich. Also ich brauche auf jeden Fall. Krogi geht jetzt auch auf die Zebras, oder? Hattest du das da oben vor? Ey, wo baue ich nochmal Krieger? In einer
Kaserne zum Beispiel. Ach shit, die habe ich noch nicht, okay. Also ihr würdet am besten auch erstmal so viel Nahrung haben, also 500 Nahrung, dass ihr aufsteigen könnt im Dorfzentrum. Und dann erst Kaserne, okay. In die nächste Zeit, genau. Während ihr dann in die nächste Zeit fortschreitet, dann zum Beispiel eine Kaserne bauen. Habt ihr schon also Felder? Läuft es bei mir ganz gut. Ich habe ganz viele Felder, ich baue die, ich baue das ganze Holz ab, ich habe Früchte und Steine. Ja. Ja, pass auf, die Felder, die werden irgendwann abgeerntet. Gibt es in der Mühle eine Option, damit die wieder automatisch erneuert werden? Das ist doch auch neu. Ja, das ist auch neu. Das ist aber automatisch aktiviert. Ja. Was meinst du? Ja, du könntest, da hinten, wo du die Felder so nach rechts gebaut hast, da könntest du noch eine Mühle hinbauen, damit, weil die bringen das jetzt ja immer zum Dorfzentrum und zur Mühle. Also die stehen nicht einfach auf, sondern... Du könntest auch um dein Dorfzentrum Rumfelder bauen, da können die das auch immer abgeben. Aber und oben, wo dein Holz... Wo kommt da kannst Holz du noch ein Holzfällerlager bauen. Das gibt es? Okay. Mhm. Es gibt nur ein Holzfällerlager und für Steine auch. Wie viele Felder brauche ich? Viele du willst. Mein Volk ist richtig dumm, in der Wüste so viele Felder zu bauen. Aber egal. Okay, da holt sich schön die Zebras. Will ich mir jetzt vielleicht auch mal. Kann ich wieder abreißen? Ich habe das optisch nicht schön gesetzt. Ja, mit entfernen, glaube ich. Entfernen? Ja, sehr gut, danke schön. Oh, ich habe 600 Fleisch. Wie kann ich denn jetzt einen höher gehen? Auf dein Haupthaus drauf und da müsste unten stehen, zur nächsten Zeit fortschreiten. Ja, oder danke. Fehlt dir noch ein Haus? Nee. Feudalzeit, ja. Okay, so, ich laufe jetzt schon mal ein bisschen rum, mein Speer. Kogi, wie sieht's bei dir nahrungsmäßig? Ui, und da werden aber Felder gebaut. Oh mein Gott. Oh, das ist ganz geil, oder? Ich weiß. Wo bist du denn? Erstmal gucken. Wer ist blau von euch? Das bin ich. Ah, das. Ja, okay, bei dir sieht schon deutlich organisierter aus, ja. Bei Kogi ist einfach Feldorama, ey. Das große Spargelstechen. Das ist ganz gut, muss ich sagen. Feldorama. Ja, wie sieht's bei dir nahrungsmäßig aus, Krugi? Du, 343 Fleisch. Ja, da brauchst du noch ein bisschen mehr und dann... Ja. Wer sind die Blauen? Bist du das? Das bin ich. Ja, ich beschütze da deine Felder, weil ich sehe da doch gleich schon die Feinde drauf marschieren. Du meinst mein TIE Fighter-Feld? Ja. Das finde ich gut. Mehr Essen, hast du gesagt. Wie sieht es bei dir zeitenhaft aus, Simon? Bist du da schon auf dem Weg? Ich bin im zweiten Zeitalter, glaube ich schon. Moment, hier steht... Nee, du bist nur im ersten. Aber warum? Ich habe das schon erforscht. Ach so, 25% bin ich gerade. Ach so, okay. Was quengelst du denn so? Das ist schon okay, wie mein Volk das macht. Ich glaube, gegen die KI ist es auch okay. Weil ansonsten an der Stelle hättet ihr jetzt schon mehrere Ritter bei euch, die alle auf euren Feldern schlachten. Na, es ist mein erstes Match ever. Ja, dafür ist es super. Dafür ist es richtig geil. Ich bin froh, dass die Leute irgendwas machen. Keine Prokrastination, ja. Ich baue hier einfach... Was brauchst du? Ein paar Leute, die euch beschützen, baue ich einfach. Es hätte ja auch sein können, dass die wirklich alle sofort chillen wollen, weil es so warm ist. Ich bin auch ganz stolz auf die. Die machen einfach was. Also ich habe vor allen Dingen 1000 Essen, also ich kann doch direkt in den nächsten Level hoch. Dafür musst du dann erstmal noch zwei Gebäude von der nächsten Zeit bauen. Okay. Ich steig gleich auf, Leute. Sehr gut. Beigebäude der Feudalzeit. Okay, dann baue ich die mal schnell, komm.
Brauche ich dieses ganze Gold, was ich gerade abbaue? Je nachdem, was du machen willst. Gold ist. Ey. Ich will, dass die Dorfbewohner so goldene Zähne haben, so Grills. Ja. Dafür ist es sehr gut. Woran erkenne ich die Gebäude aus der Feudalzeit? Du hast zum Beispiel eine Schmiede, kannst du bauen. Schmiede und Marktplatz, okay. Ja. Ja. Und die Schmiede aber bestenfalls irgendwo, wo auch Steine sind. Nee, die hat gar nichts damit zu tun. Da entwickelst du nur. Okay. Da entwickelst du nur Sachen. Ein Marktplatz einfach in die Mitte vom Dorf oder so, ne? Nö, das ist auch völlig egal, wo der ist. Okay. Ich glaube, die arbeiten jetzt wirklich. Ah. Die haben sich lange Zeit gedrückt, aber ich glaube, sie arbeiten. Sehr gut. Warum sind denn meine Felder nicht so ertragreich? Wieso? Wo steht das? Euch geht das viel schneller. Ja, weil ich du kannst in der Mühle auch noch Sachen entwickeln. Also wenn du auf die Mühle klickst, dann siehst du da so bestimmte Sachen, die du noch weiterentwickeln kannst. Oder auf das Holzfällerlager zum Beispiel, dass sie schneller Holz machen. Ah. Okay, ich bin jetzt im nächsten, also auf dem Weg ins nächste Zeitalter, glaube ich. Moment. Er sagt 200 Fleisch, aber ich habe 200. Ich habe 1500. Dann fehlen dir noch. Sind die Gebäude schon fertig? Oder irgendwas mache ich falsch. Die Gebäude habe ich auch. Ja, Marktplatz und. Schon komisch irgendwie. Immer das Gold fehlt noch. Was fehlt? Gold. 250 Gold. Nicht. Darum. Ach, das ist ein. Ach, 200 Gold. Jetzt sehe ich das. Das ist Gold und ich. Okay, woran erkenne ich den Gold jetzt? Die goldenen Steinchen. Die hast du da links von deinem Haupthaus. Ah, ich sehe es, ja. Wir sind schon richtig rich hier übrigens. Sehr gut. Schubkarren entwickeln, na klar. Und muss man das Gold noch speziell veredeln, irgendwie abarbeiten? Nö. Oder kann ich den einfach nur hinhacken? Ach so, ich hau die einfach ab. Rein. Okay. Und du kannst ein Bergarbeiterlager dazu bauen. Da können die es sofort abgeben. Also nicht, dass deine eine Frau da jetzt immer zum Haupthaus laufen muss. Wird gemacht. Wird direkt daneben gebaut. Wobei die Frau ruhig mal ein bisschen arbeiten kann. Die hat sich viel zu bequem gemacht hier. Zeig mal deine Hände. Gar nicht rau. Gar nicht rau, nicht rau genug. Wir sind jetzt auch in der Ritterzeit, also so langsam könnten sie gleich ankommen mit Sachen. Wir chillen ja richtig ab in meinem Camp. So. Schmiede, Gebäude. Jetzt habe ich einen Run hier, Mara. Sehr gut. Hier läuft es auch, also es fühlt sich an, als ob es gut läuft. Ah, wie geil, ich kann ja auch Kram verkaufen. Das hättet ihr mir sagen können, dass ich ja Kram verkaufen kann, um das Gold zu bekommen. Dann kann ich ja viel schneller das Zeitalter einläuten. Okay, ich bin am Start. Killer. Sehr gut. Sehr, sehr begeistert, wie schnell das hier läuft irgendwie. Das macht richtig Bock. Ja, ne? Mara, läufst du dem Gelben hinterher? Ja, bist du gerade. Ja, ja. Die sind auf Auto-Attack gestellt. Naja. Es geht einfach nur ab hier. So. Level 3 jetzt aber, komm. Soll ich mal so einen Marktkarren bauen? Ist das geil? Kannst du machen. Du kannst ihn dann zu Simons oder meinem Markt schicken und dann fahren die immer hin und her und tauschen Gold. Das ist cool. Das ist auch gut für Pandemien, dass sie sich verbreiten. Das ist mir wichtig. Ich habe einen Marktkarren. Was mache ich damit? Ja. Da einmal draufklicken auf diesen Karren und dann auf am besten Grogis Marktplatz rechts klicken.
Wo finde ich denn den anderen Marktplatz? Wie sieht denn so ein Marktplatz aus bei euch? Die sehen alle sehr ähnlich aus. Jay, Shaku. Ja, fahr da erstmal hin und guck mal weiter. So. Es geht ja einfach nur ab. Super rich hier. Aber ich wundere, dass die KI wirklich noch gar nichts macht. Also das ist verdächtig. Ja, weil die beeindruckt sind. Das ja, kann auch sein. Die ist smart genug, um zu wissen, dass sie keine Chance hat. Ist echt so. Ey, was mit den Feldern passiert? Warum sind die ja ausgetrocknet? Sind die kaputt, ja? Ich muss diese Wiederaufbauoption in der Mühle aktivieren, dann werden die Felder nachgebaut. Okay. Gibt es eine Autobauoption? Ich glaube, es liegt daran, weil der Gelbe mit seinem Reiter durchgefahren ist. Nee. Okay, Wiederaufbauoption. Ja, ganz rechts, dieses, wo der Kreis drauf ist, automatische Feldeinsaat. Ah ja. Muss das jetzt. Das muss grau sein wahrscheinlich, ne? Nee, cool. Darf ich jetzt einem kleinen Kerl sagen, bau da mal eine Burg hin? Oder ist das Quatsch? Doch, kannst du. Aber es ist nur ein Kerl, ein Mann. Der soll eine Burg bauen? Das dauert dann einfach länger. Also je mehr Leute da dran sind, desto schneller geht's. Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Oh, einmal alle Upgrades. Oh Mann, das läuft, Leute. Es läuft richtig gut. Ja, Mann. Brauchen wir, soll ich nochmal einen Marktkarren und den dann zu dir schicken? Am besten immer zu dem Markt, der am weitesten entfernt ist von dir. Das gibt am meisten. Aber kann ich auch zwei Marktkarren bauen? Das meine ich. Oder kann ich einen und den schicke ich dann zu dir? Kannst du viele bauen, wie du willst. Also bei mir gibt es weniger Gold als bei Krogi. Du kannst 5 Marktkarren zu Krogi schicken, egal. Du kannst 100 zu Krogi schicken. Egal. Ich verstehe, okay, das ist natürlich gut zu wissen. Ah, neues Holzlager wird gewünscht. Na klar. Aber können die Marktkarren nicht automatisch auch den Marktplatz finden? Ich finde das schwach von den Marktkarren, dass ich denen das sagen muss. Du kannst auf deinen Markt erst draufklicken und dann rechtsklick auf Simons Markt. Dann kommt da so ein Fähnchen und dann fahren die automatisch dahin, wenn sie rauskommen. Ja. Check um mio. Kann man Kamele gar nicht essen? Voll entsetzt. Was denn? Warum gibt's kann ich Kamele nicht essen? Wo hast du denn welche? Ne, ich habe gerade 2 getötet. Jetzt liegen die da rum. Ach so. Hier, gib mir deine 500 Personen. Habt ihr denn schon mal ein bisschen Militär oder sowas gebaut? Habt ihr ich bitte dich. Wir sind eine pazifistische Partei. Ich denke auch, ja. Ich bin dabei. Ich mache die ersten Soldaten gleich. Aber soll ich nicht lieber ein weiteres Zeitalter noch abwarten? Ach, in der Ritterzeit kann man da schon mal ein paar bauen. Das geht schon. Aber dafür haben alle Dorfbewohner richtig geile Zahngrills aus Gold. Das geht richtig ab bei mir. Die haben die Hip-Hop-Videos erfunden, die Portugiesen. Ja, sicher. Und in der Schmiede könnt ihr auch mal schöne Sachen für eure Einheiten entwickeln, aber am besten geht hier erstmal was. Man kann das entwickeln. Was ist denn dein Marktplatz, Mara? Was davon ist dein Marktplatz? Hier unten. Ich hab mal hingepinkt. So, kannst du noch mal links, pingen, bitte? Links unten. Das bei Ding meinem mit Haupthaus. Den Feldern drumherum oder das Ding nee, da, bei dem Gold? Da beim Gold. Okay. Ich nehme mal an, ich habe es richtig gemacht. So. Braucht man ein Kloster? Kloster, ja, wenn du. Ja, brauchst du nicht unbedingt, aber wenn du irgendwo bei dir eine Reliquie hast, hast du hier oben zum Beispiel. Wo ich gerade gepinkt habe. Siehst du auf der Karte, wo das X ist? Hab ich gerade gepinkt. Da steht so ein, neben den 2 Kamelen.
steht sowas, ach, das ja, kannst du einsammeln mit einem Mönch und dann bekommst du dafür Gold. Stell direkt daneben das Kloster hin. Sehr gut. Zwei Leute bauen das jetzt alleine auf. Die machen sich auf den Weg. Ah, ich kann mehrere Dorfzentren bauen, ja? Ja. Das könnt ihr auch gern machen, noch mehr Dorfzentren bauen. Du kannst ja noch mehr durchknallen hier. Oh. Ich warte jetzt nochmal ab mit dem nächsten Zeitalter und mache erstmal meine Ausbildung. Hier. Simon, du könntest auch gerne einen Stall bauen und dann auf Ritter gehen. Ein Stall? Okay. Mhm. Die Franken, die haben gute Ritter. Davon haben wir noch gar nichts gehört. Was ist mit Dorfzentrum? Davon kannst du auch gerne noch mehr bauen. Da kannst du schneller Dorfleute erschaffen. Ach, ihr seid ja nur Bogenschützen, ne? Okay. Und du hast ja jetzt bei deiner Kaserne noch Milizsoldaten dabei. Das ist noch quasi die schwächste Einheit, die es da gibt. Die kannst du einmal upgraden in der Kaserne. Ich bin schon dabei. Zum Schwertkämpfer weiterentwickeln. Ja, mach ich schon gerade. Aber als Franke musst du auch nicht unbedingt auf Infanterie gehen, sondern kannst du schön aus dem Stall rausballern. Der Mönch muss es einfach nur ins Haus bringen. Der steht direkt nebenan. Easy. Kann ich Tiere bekehren mit dem Mönch? Nein. Ich bekehre einfach ein anderes Haus. Wird schon. Was ist hier los? Kann ich das nicht bauen? Pixel, jetzt schön. Wo muss das sein, damit das funktioniert? Egal, oder? Was denn? Ein Dorfzentrum? Das kannst du bauen, wo du willst. Am besten in der Nähe von Rohstoffen. Dankeschön. Der Mönch, der holt sich jetzt hier so ein Haus ganz alleine. Ein Haus? Ja, mein Mönch betet ein Haus an und dann wird das Haus seins anscheinend. Wo ist er denn? Er wird angegriffen. Jetzt wird angegriffen. Hey, ja, hey, hey. Ja, der ist leicht verwundbar, der eine Mönch. Bitte. Guck mal, wie. Alter, ich bitte Sie. Mara, hilf mir. Ja, ich komm. Ich komme mal mit meinen Adlerkriegern. Ein Mönch ja wohl nicht. Schutz suchen wieder. Oh, ich brauche dringend mehr Geld. Mehr Essen. Wie kann man noch mehr Essen bekommen? Was kann ich noch machen? Wie sehen denn so deine Nährstoffe aus? Ganz viele Mönche. Na, ich warte auf 1000 Essen und habe 67 Leute und auch schon eine kleine Armee. Wie viel Holz hast du zum Beispiel? 6000. Ja, das kann alles weg. Kannst du alles verkaufen. Ach, das kann ich verkaufen, ja, okay. Ja. Oh, wo gehe ich dann nochmal hin? Auf den Markt. Ah, ja, ich seh's. Moment, jetzt habe ich gekauft! Ich baue jetzt 20 Mönche. Ja. Der ist die nämlich sauer. Dass der eine gestorben ist. Alter, der Löwe hat die alle getötet. So, bei mir kommt jetzt die Imperialzeit langsam. Mhm. Betonung auf langsam. Ja. Wie viel Stein brauche ich, Mara? Kommt drauf an, was du machen willst. Du kannst mit Burgen bauen zum Beispiel. Mhm. Die sind sehr wehrhaft, die schießen auch gut. Feinde ab. Kannst du zur Verteidigung bauen? Oh, ich werde angegriffen von so kleinen Dödeln mit Stäben. Das ist ja lächerlich. Wo ist denn der Feind eigentlich? Wo sind denn die Gegner? Ich gehe mal auf so eine kleine Explosion. Die machen ja erstaunlich wenig, komischerweise. Ja.
Gleich machen sie gar nichts mehr, wenn ich durch bin mit denen. Krogi? Nee, Mara, du klaust mir da mein Gold oder was? Okay, okay, musst du wissen, ne? Ist ja dein Frieden, den du aufs Spiel setzt. So. Ja, du kannst mir gar keinen Krieg erklären, von daher ist es okay. Das entscheide immer noch ich, was ich kann. ja, nee, hast schon recht. Ich würde ja vernichtet werden. Du hast ja wahrscheinlich schon das Atomzeitalter. Also sag Bescheid, wenn ihr irgendwas habt zum Angreifen, dann kann ich mich anschließen. Ja, ich bin gerade hier rechts. Wie kann man was pingen? Neben der Karte oben links ist so ein kleines Symbol mit so einem Feuerwerk. Ja. Ah ja, okay. Ja, die hast du ja. Es läuft super. Es läuft mega. Also Simon nimmt auch direkt ein paar Dorfbewohner mit zum Angriff, oder wie? Oder was machen die? Wofür hast du die Frauen mitgeschickt? Ja. Ne, zur moralischen Verstärkung. Oh, jetzt habe ich irgendwie alle gewählt. Ja, okay, ich verstehe, was ich gerade gemacht habe. Ich habe irgendwas falsch gemacht. So, ihr baut jetzt mal 1 Milliarde von diesen Feldern. Ist einfach herrlich, dieses Spiel. Mein Uni, die entwickelt alles gerade. Sehr gut. Ja, du kannst auch gerne mal eine kleine Armee bauen, weil hier der eine Feind ist scheiße wie sonst was. Ich weiß auch nicht, warum der gar nicht macht. Der wäre jetzt gleich schon weg, wenn ich jetzt hier weiter. Sprengstoffeinheit und Rittertum. Also ich habe ganz viel, ich komme gar nicht mehr hinterher. Aber ich hau den eh hier alles kaputt. Oh, die machen. Die haben so Bogenschützengedönse. Ja, das ist alles nicht schlimm. Sag Bescheid, falls irgendwo jemand angreift. Euch. Die sollen jetzt mal anlegen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie schicke ich die ganze Zeit die Arbeiter hier hin. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ari? Sayarichi. Universität soll ich bauen, sagen die Leute. Ja, kannst du auch gern machen. Brauchst du nicht unbedingt. Ja, klar, aber kannst du bauen, mach du ruhig. Fein her, Universitäten. Ja. Sure. Also, sobald ihr Militär habt und wir angreifen können, dann sind die auf jeden Fall weg. Also, ich mache ja tatsächlich schon. Wobei das auch nicht so wirken soll, als ob ich hier viel mache, aber ich kämpfe. Meine Leute sterben. Ja, ich würde auch die Infanterie nicht so auf das Dorfzentrum. Sobald auf dem Dorfzentrum so eine Flagge drauf ist, kann das schießen. Und dann verlierst du eigentlich deine Infanterie. Das habe ich, ja, das habe ich leider, den Fehler habe ich jetzt auch erst gemerkt, aber dafür baue ich jetzt wie ein Bekloppter einfach nur eine Armee. Schön. Ich habe viel Spaß. Ja, wie alle, ne? Irgendwie ist dann doch geil. Ich hab so viel Spaß. Wer ist denn blau? Simon, bist du das blau? Bin ich. Ah, nee, Mara. Das bin ich. Mara, genau. Ich hab tatsächlich gesagt, die KI wäre noch schwieriger. Also das ist. Da hättet ihr wahrscheinlich zu zweit auch schon gehen können. Ja. Mann, das schon gut. Die hat euch ja noch gar nicht mal in die Mangel genommen. Das sollte sie natürlich mal machen. So, wie sieht's denn bei Krogi aus wegen Imperialzeit? Wie ist denn da mit deinen Ressourcen? Ja, Leute, halbe Stand. Okay, sehr gut. Halb. Also die Audioausgabe des Spiels ist schon geil, muss ich sagen. Geht's jetzt wieder, oder? Ich höre die ganze Zeit nur so eine olle Damenstimme. Button, Feld.
Aber Simon macht schon richtig, er schickt jetzt auch ein bisschen Belagerungswaffen nach vorne. Also Triborg aus der Burg ist natürlich gut dafür. Ja, da wird einmal alles gebaut. Und du kannst natürlich auch mit deinen Dorfbewohnern so eine Belagerungswerkstatt bauen. Da kann man ja noch Rammen draus machen und Mangen und sowas. Also jetzt hier für den Gegner bräuchte man es jetzt eigentlich nicht, aber so, damit man es mal gemacht hat. Das Tribuk. Ja, sehr gut. Ein Haus kaputt und dann gehe ich aufs Haupthaus. Mhm. Das müsste ja eigentlich schnell dann vorbei sein, ne? Wie viele Orgelkanonen brauche ich? So viele du orgeln kannst. Elite-Orgelkanone, ja mal. Alles rausorgeln. Oh ja, yeah, okay, es sind viele Mönche am Start bei dir. Wehrpflicht. Da seht ihr, der Türkise hat schon aufgegeben hier bei Simon und mir. Okay, Leute. So, wir könnten eigentlich direkt weiterziehen, Simon. Wie mache ich das? Zu dem Gelben. Ding? Wie kann ich das Ding einpacken? Ah, okay, habe ich schon jetzt. Okay. Mhm. Imperial. Das ist die Möglichkeit. Entschuldigung. Ich wollte nur sagen, kann ich die quasi die Produktionsstätten, deren Ziel auf meine Armee oder so stecken? Weißt du, was ich meine? Dass die quasi nachlaufen? Du kannst links klicken auf das Gebäude und dann irgendwo rechts klicken. Also da, wo da die Fahne gesetzt wird, da laufen die hin, sobald die rauskommen. Ja, ich dachte, ich kann die auch wie in StarCraft auf eine Einheit folgen lassen. Na gut, okay. Könntest du ausprobieren, aber sobald die dann tot ist. So, wir warten jetzt mal noch auf, bis Krugi immer hier so ein paar Leute hat. Was soll ich bauen? Was du willst. Orgelkanonen kannst du gerne machen. Ja, Orgelkanonen laufen mir wie Spitzkarte. Und ich habe so Fass, so Tiefen. Ja, Petarden. Die springen sich selbst in die Luft. Die gefallen mir. Ein Weltwunder, was? Ein Weltwunder. Na klar. Die Portugiesen sind übereifrig. Dann will ich jetzt auch eins. Nicht genug Stein. Ach Gott. Kommt was Gelbes? Jetzt ist es rot. So we meet again, Rhinoceros. Alter, hier machen so viele nichts einfach. Alter, ich habe eine Armee aus München. Geil. Okay, du kannst damit auch schon mal Richtung Gelb gehen. Krugi, du kannst auch deine Orgelkanonen schon mal Richtung Gelb schicken, weil, also, sobald wir da ankommen, ist der weg. Ich mach noch Kastenformation. Geil. Richtung Gelb, ich positioniere die. Ja, die warten in dem Wald. Die Mönche warten in dem Wald vor Gelb. Klassische Lauermönch. Klassische. Aber die haben eine gute Kastenformation. Ja. Dann könnte ich so ein Circle Prey machen, weißt du? Das kommt gut. Die gehen in den anderen Wald. Die warten an dem Wald. Okay. Hey, so ein Weltwunder wird schnell gebaut. Wir brauchen ein Weltwunder, meint mein Chat. Ich weiß nicht genau warum. Es läuft doch gut. Wir brauchen so einen Protz nicht. Nee, brauchen wir aber eigentlich nicht, aber Krugi und ich haben gerade random eins gebaut, deswegen wahrscheinlich. Aber nur zum Flexen. Ja. Ja. Machst du auch so ein Wirtschaftsgebäude, baue ich auch noch dahin, einfach nur um zu sagen, ich bin geil. Ja, diese Faitoria kannst du gleich auch bauen, wahrscheinlich. Ja, genau, die ist das. Genau, die generiert einfach Nährstoffe die ganze Zeit. Alter, was ist mit meinen Mönchen? Die kommen da nicht rein.
Die kommen nicht in den Wald rein, die Mönche. Die laufen in der ganze Zeit, die ganz wahnsinnig. Siehst du das, Mara? Die ziehen ja. Die kannst du nicht reintun. Hol mal deine Orgelkanonen und dann greifen wir mal alle schön gelb an. Wie viele Orgelkanonen brauchen wir? Alle. Okay. Elite-Orgelkanonen sind es jetzt. Elite-Orgelkanonen, wie geil ist das denn? Geil. Treffen uns da beim Mönchswald. Also wir laufen jetzt hier nach rechts oder was? Wir machen da Ärger? Ja. So. Okay. Da geht ruhig mal ran. Krogi kann auch direkt da auf die Schießanlage gehen bei den Orgelkanonen. Ja. Nee, aber die will ich ja bekehren mit meinem Mönchen. Ach so, okay. Die werden jetzt wahrscheinlich. Du kannst versuchen, diese Ritter zu bekehren. Einen Mönch anklicken, auf einen Ritter dann rechtsklick. Und immer einen Mönch. Schneller am Bekehren wahrscheinlich, ne? Oh, jetzt rennt er weg. Gucken wir mal. Erstmal das Nashorn mit meinen Kanonen. Ja, Mann, das ist ein richtiger Nashorn-Kill. Hammer. Wir hatten übrigens bei Speedrun Dale ein Age of Empires 2 Speedrun im Chor. Mhm. Das war sehr interessant. Sehr gut, hier fällt doch alles. Die Orgelkanone geht ab. Ach, du bist schon am Kloppen, Mara? Ja, wir sind. Simon ist auch schon hier oben. Danke. Ist auch schon dabei. Wir sind hier schon alle. Oh, die beten den Reiter an. Der ist jetzt einer von uns. Das ist ja geil. Der wurde so schnell angebetet. Sehr gut. Hammer. Okay, wir haben alles. Wir haben richtig übertrieben. Alles niedergeorgelt. Ja, dann GG. Das war wirklich gut. Das war sehr gut. Ich gucke mir gerade noch mal eure Karten an, wie ihr das gemacht habt. Ich will auch eure Karten angucken. Aber warum hast du, Mara, diese Steindinger? Das ist keine andere Technologie, sondern das ist nur, weil du deine Rasse so aussieht, oder? Steindinger? Ja, du hast so Steingebäude. Ach so, ja, das sind einfach nur das. Genau, das ist einfach nur das Design von Inka, weil ich die Inka spiele. Ach so, ich dachte, das wäre, weil du irgendeine krassere Technik bekommen hättest. am Ende waren wir die Briten, die Briten mit der Inka-Mod. Nee, das sind tatsächlich alle Mesovölker von Südamerika, sehen so aus wie. Ah, hier. Okay, ja, ich verstehe. Von den Gebäuden her. Also, am Anfang war es ein bisschen overwhelming, aber dann kam man doch irgendwie rein. Ja. Aber ich glaube, der Anfang könnte noch deutlich besser sein. Ja, war ja auch die erste Runde, auf jeden Fall. Ja, vor allem, also normalerweise, die KI hat sie jetzt wirklich zurückgehalten. Also, da würden die schon, sobald ihr in der Ritterzeit seid oder so, würden die langsam ankommen mit Feinden und die müsstet ihr dann schon bekämpfen. Aber so jetzt fürs erste Spiel geht's auf jeden Fall. Also da kann man sich mal schön langsam aufbauen. Krogi und ich waren auch ungefähr gleich mittelgut. Ihr könnt ja, wenn ihr auf der Karte rechts oben auf diese drei kleinen Farben klickt, da bekommt ihr die Punkte angezeigt. Da könnt ihr dann so ungefähr gucken. Wo? Entschuldige? Bist du noch im Spiel? Ja. Bei der Karte rechts oben. Ach so, Karte, ja. Okay, alles klar. Ja. Sei denn, du hast das schon eingeblendet. Nee, verstehe ich. Ach so, du meinst die Punkte, ne? Ja, waren ja exakt genau gleich. Also, du hast ein bisschen übertrieben. Ist ja. Ich bin halt immer schon darauf gepolt, dass sie sehr früh angreifen und hab dann immer schon da Truppen stehen. Und dann bin ich einfach die meiste Zeit mit meinen Adlerkriegern so durch die Gegend gepilgert. Aber du hast gar keinen Handel gemacht, oder? So war das, Mara. Wir beide haben ein bisschen gehandelt. Ja. Und ich sag mal, wie viele von den Karren hast du denn gehabt? Du hast so viel mehr Handelsgewinn. Schon ein paar. Ja, weil ich hatte nur zwei. Nee, ich hatte viel mehr. Ich hatte, weiß nicht, 5, 6 oder so. Okay. Also auf jeden Fall. Wenn ich so noch mehr. Bringt schon was, ja. Ja, also Gold kam gut rein, ja. Und am meisten die Bevölkerung auch. 115 ist eine gute Zahl auch. Man sagt immer so 100, 110, 120. Für was jetzt? Dorfbewohner, um richtig später im Spiel abzugehen. Ah ja. Also da ist 93, was ich jetzt hatte, fast schon zu wenig. Also brauchst eigentlich über 100. Aber bei den Gegnern geht es.
Du hast das aber schön angeordnet bei dir. Da sieht man schon, du hast ein bisschen Plan, was du machst. Ja, auch die Zeitlinie ist auch sehr interessant. Also auf der Statistik. Also in der Statistik, da sieht man dann, wann wer welches Zeitalter erreicht hat. Mann, die hätten eigentlich, die hätten es richtig, die hätten schon alle machen können, wenn die nur besser zusammengearbeitet hätten, ne? Von Anfang an. Ja, ich habe halt, auch die ganze Zeit gedacht, okay, wenn die euch angreifen, dann gehe ich halt sofort mit meinen Truppen dann schon dahin und helfe, aber die haben halt nichts gemacht und von daher war es gechillt. Also, ich glaube, Grogi, also du musst es jetzt weg, aber... Genau, aber ich würde sagen, ich finde es auf jeden Fall geil. Und es macht auf jeden Fall auch so jetzt in dieser Form Spaß, es zu üben tatsächlich, wenn du Plan hast und wir einfach dabei sind, Simon und ich. Und ich hätte auf jeden Fall Bock, das mal weiterzumachen. Ich würde auch gerne jetzt weiterspielen, aber leider muss ich wirklich los. Außerdem, du musst los? Ich muss leider los. Was schade ist bei mir ist, also ihr sollt unbedingt weiterspielen, aber was schade ist, dass ich auch unbedingt den Ton bräuchte. Das wäre schon auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Ein bisschen cooler bei dem Spiel, damit man auch wieder kurze Hinweise bekommt. Aber da bin ich bei. Das wird schon irgendwie gehen, keine Ahnung. Ja, das müssen wir auf jeden Fall fixen fürs nächste Mal. Ich würde mich verabschieden. Und Simon, ich melde mich nochmal bei dir wegen der Geschichte, die wir nächste Woche vorhaben. Natural Hellslinger, genau. Du drums und ich spiele. Ich habe auch schon Kritik gehört, ich muss das noch besser spielen. Ich brauche ein besseres Taktgefühl. Vielleicht kannst du mir da helfen. Klar, ich bringe dir zwei Bier mit, dann passt das. Und dann machen wir es nächste Woche. Aber das kann ich erst morgen klären, wann wir das genau machen können. Ja? Okay. Ich bin dann jetzt raus, ihr Lieben. Dankeschön, Mara. Danke, Simon. Mach's gut. Tschüssi. Ja, dann aber Mara, wir machen noch eine Runde, oder? Ja, wir machen noch eins. Jetzt mal richtig auch mit Gegnern, die angreifen. Alles möchte ich jetzt mal. Immer von live. Ja. Ich weiß nicht, der Chat hatte eben auch noch was gesagt. Man kann die KI noch mal anders einstellen. Ich gucke gerade jetzt noch mal. Ich mache noch mal ein Spiel auf. Okay. Alles so wie eben, auch selbes Passwort. Warte, ja, dafür muss ich gerade mal weggehen. Und ist die Suche, dann muss ich die nochmal eine neue Zahl, oder? Nochmal, oder was das für eine IP ist oder so, diesen Code. Moment, das kann Nikola dir da wahrscheinlich gleich wieder geben, oder ich kann ihn dir sagen. Ja, nö, dann machen wir es so. So, brauchst du den Code jetzt? Oder bist du schon da? Wenn du ihn hast, nehme ich ihn gerne. Ja, wenn du mich eins. Na! Ich kann ihnen dir so sagen, die brauchen ja jedes Passwort, um da reinzukommen. Da reicht der Code allein nicht. Ah, okay, na gut. Ja. 162. Oh, Moment, ich hab ab an. 162. 803. 440. 440. Jawohl. Und die kleinen Krugmänner raiden gerade hier rein. Hallo, herzlich willkommen. Die gucken natürlich hier weiter zu. Gut. Passwort ist so wie vorher, genau, da bist du ja schon. Läuft. Würde ich auch mal wieder sagen, wieder zwei KIs. Es gibt nämlich hier drei KI zur Auswahl. Eine normale KI, KI The Conquerors und KI HD-Version. Jetzt hat der Chat eben gesagt, die KI HD-Version wäre so ein bisschen passiv. Deswegen würde ich jetzt, glaube ich, mal einfach die ganz normale nehmen. Okay, ein oder zwei gleich? Okay. Ja, nimm mal eine normale, genau. Lass mal mich, also jetzt habe ich es ja kapiert. Muss ich denn relativ früh... Ich muss das Rhinoceros finden, dann den Technologiebaum erweitern, also das Zeitalter einleiten und dann fange ich an, Soldaten zu bauen. Ja, so ab Ritterzeit, also je nachdem, wann die jetzt hier angreift, könnt ihr die auch schon in der zweiten Zeit angreifen, aber das glaube ich jetzt mal nicht. Wir versuchen wieder möglichst schnell in die Ritterzeit zu kommen. Okay. Normale KI auf Schwierigkeit Mittel, da reicht auch eine. Okay, vielleicht machen wir aber erstmal nur eine. Nicht, dass die hier sofort hier... Es richtig kann Druck macht. Sein, aber du hast schon recht. Machen wir. Okay, ich bin bereit. So, von mir aus kannst du losgehen. So, warte mal. Und bei Franken, wie gesagt, kannst du gerne auf Kavallerie gehen. Ich gucke gerade noch kurz in den Chat, was die meinen von wegen KI. Meint ihr, eine reicht jetzt hier schon? Also die KI auf Mittel haut Simon weg. Ja, aber da bin ich ja auch noch da. Ja, das eine reicht erstmal. Okay. Dass die mich weghaut. Aber wenn die kommt, dann kannst du ja helfen. Das ist okay. Und wenn sie dich angreift, ist selbst schuld. Im Chat wird geschrieben, eine auf Mittel sollte fair sein. Bei zwei stirbt Simon Space. Ja, das kann sein, sobald die bei dir reinkommen. Wir machen erstmal einen. Euren Mangel an Glauben ist gar nicht wert. Wirklich. Wie über mich geredet wird, als wäre ich nicht im Raum. Wir machen hier die Karte ein bisschen kleiner auf drei. Okay. So, okay. Alles klar. Los geht's.
Das macht schon Bock, aber es wird auch schnell hektisch, habe ich gemerkt. So vor allen Dingen, ja, wenn die alle rumwuseln und man nicht genau sieht, hackt der gerade was, ist der auf dem Feld oder steht der nur rum? Aber das mit dem Punkt war ein guter Tipp. Ja, ich habe mir das aufs Mausrad gelegt irgendwann, dass ich dann wirklich nur noch bei dem Mausrad hin und her scrolle und dann sehe ich sofort, ob jemand unbeschäftigt ist. Das ist ja genial, okay. Ja, das ist eine gute Idee. Ach, Tiere, ich brauche am Anfang Tiere. Oh Gott. Okay. Ach, dieses automatische Erkunden ist auch wirklich, also das ist schon Luxus. Die haben wirklich einige Sachen eingebaut, die schon notwendig waren, aber wenn man es halt so gewohnt ist, man muss ständig den Speer automatisch schicken, man muss immer gucken, sind die Felder eingesät und sowas. Also das waren immer nochmal Sachen, die man auch nochmal selber machen musste. Es ist schon alles nochmal gut weniger hektisch geworden jetzt, diesen Verbesserungen. Schon komisch, dass der Typ auf dem Pferd nicht die Schafe killen kann. Aber gut, ist halt so, ne? Ja, die willst du ja schlachten und davon Nahrung gewinnen. Ja, aber erstmal muss ich ja jemand töten und danach schlachten. Ich glaube, wenn du den mit dem Speer erschlägst, dann könntest du die nicht so gut also für Nahrung quasi. Ich verstehe, okay, ja. So, was haben wir denn hier noch so? Da sind ja noch welche. Achso, hier hast du zum Beispiel jetzt keine Nashörner auf der Karte, sondern Wildschweine stattdessen. Okay, dann laufe ich mal mit dem Speer rum. So. Ah, warte mal, was haben wir denn hier? Hier habe ich ein paar Gnus. So, bauen wir mal noch ein Häuschen. Mal gucken, dass du nicht Haus bist. Nicht genug Nahrung. Also, bisher finde ich nur Schafe. Mhm. Da müsstest du die vier in deiner Nähe haben. Und dann noch jeweils so ein Zweierpack in der Nähe. Genau, aber, oh, da ist okay, so ein Wildschwein, ne? Das meint ihr. Das ist das Rhinoceros einer Zeit. Okay. Ja. Und das folgt mir hoffentlich auch, wenn ich drauf schieße. Ja, zweimal drauf schießen, dann läuft es dir hinterher. Andere Bohr hier schon, ich sehe ihn doch. So. Was ist bei dir alles?
Ach so, ja, Entschuldigung, ich bin so still, weil ich versuche, das alles zu organisieren hier. Aber ja, ich scoute herum. Ich baue gerade jetzt das Fleisch ab und ein bisschen Holz und hab gleich das nächste Zeitalter. Ja. Aber aktuell, ich muss erstmal Felder, glaube ich, muss ich anlegen. Was brauche ich denn für Felder? Holz, okay. Holz, ja. Ein Fehler, ja. Ja, ist halt wie immer, ne? Konzentrierst dich auf eine Sache, dann kommt die andere. Jetzt kommt hier gerade so ein grüner Dödel. Ja, das macht nichts, das ist nur ein Speer. So. Mal hier weiter aufs Schaf. Immer schön weiter Dorfbewohner bauen, ne? Nicht vergessen. Ja, es ist gerade schwierig. Ich muss erstmal ein Holzfällerlager schnell bauen. Und die Mühle, die steht bei dir immer so random in der Gegend. Die kannst du auch eigentlich immer entweder direkt bei die Bären bauen oder bei, bei so Zebras oder was auch immer du abbauen willst. Ja, ich dachte eigentlich, dass da... Ich dachte, ich mache eins links, eins rechts, aber das war Quatsch. Ich habe jetzt... ja, ich habe jetzt eine gebaut und die. Soll ich die wieder abbauen? Also ist das quasi. Kann ich die überhaupt abbauen? Nö, ist egal, ne? Du kannst ja da später auch noch Felder drumherum bauen. Zum Beispiel. Kamachiwai. Sayarichi. Niam. Arig. Urita. Sayarichi. Sayarichi. Niam. Kamachiwai. Hast du das nicht? Achso, nicht genug Holz. Niam. Sayarichi. Sayarichi. Arig. Sayarichi. So, okay. Jetzt brauche ich mal noch ein bisschen Farms hier rum. Auch Farmen immer um das Dorfzentrum rum ist auch immer eine gute Idee. Dann können Sie das da sofort abgeben. Das Dorfzentrum? Also, ich dachte um die Mine. Also, Du kannst entweder um die Mühle kannst du auch rumbauen oder ums Dorfzentrum. Also an beiden Stellen können Sie das gut abgeben. Dein Speer steht bei mir so ein bisschen rum. Du kannst ihm auch sagen, dass er wieder automatisch erkunden soll. Was muss ich dafür nochmal drücken? G? Den anklicken und dann G. Scheiße, ich finde ihn gerade gar nicht. Wo steht er? Er steht bei mir beim Dorfzentrum. Sag mal, ich finde den immer noch nicht. Bei meinem Dorfzentrum. Steht der denn? Bei exakt dir im Dorfzentrum? Da. Daneben, ja. Ein Typen mit dem Pferd. Ja, ein roter, ja. Ja. Ach, ich habe in meinem Feld geguckt. Ich bin so dumm, ey. okay, ja, ich schicke ihn rum. Ich schicke ihn mal ein bisschen rum. Ja, Aliamui. Okay, so.
Der Typ ist auch schön am Erkunden. So gefällt mir das. Rimai. Sayarichi. Hey, so, ich muss jetzt hier langsam, langsam mal wieder Ordnung reinbringen bei mir, ist chaotisch. Was würdest du sagen, muss ich zuerst bauen? Also egal was ich jetzt baue, also egal was du sagst, nee, wie sag ich's? Was ist das wichtigste Gebäude, was man immer bauen muss? So meine ich's. Bau erstmal eine Kaserne, wenn du noch keine hast. Ja, habe ich noch keine, siehst du, da habe ich und ins nächste Zeitalter auf jeden Fall. Oh shit, ja, jetzt habe ich alles für anderen Kram ausgegeben. Ja, du hast völlig recht. Kaserne, Militärgebäude ist es, ne? Ja, okay. Da brauche ich Holz nur. Okay, das geht ja sogar noch. So, okay. Geh mal wieder auf Adlerkrieger. So. Sayarichi. Jay. Arigaku. 200. Oh, das ist hier. Huch, hier habe ich ja noch ein Schäfchen. Ich glaube, ich muss mich langsam jetzt beeilen, oder? Ich habe das Gefühl, dass er mir sonst zuvorkommt hier, der Feind. Ja. Ich bin halt immer noch an der... Warum baut die die nicht? Ich habe ja immer noch die Kaserne, die so halbfertig rumsteht. Irgendwas, aber man kann den Leuten schon mehrere Aufgaben geben oder so hintereinander und dann bauen die alle ab. Warteschlange. Ja, weil, also Krubi hat eben gemeint, das geht jetzt hier wieder, aber das machen sie nicht bei dir oder wie? Doch, sie machen es, aber teilweise haben die so eine verschiedene Reihenfolge vielleicht. Ich muss mal gerade was gucken, ich höre das Telefon, die Klingel, eine Sekunde. Ja. Elite Adlerkrieger. Ja, alles gut. So, jetzt. Ich gucke hier schon mal so ein bisschen, was der Feind hier so macht. Lecker. Okay, ich baue die ersten Milizsoldaten. Nee, geh lieber auf. Nee. Lass die lieber weg. Guck lieber, dass du ins nächste Zeitalter kommst, ja. Okay, gut. Ja, ich habe ein bisschen viel Holz und wenig Felder. Zu wenig Felder, glaube ich. So, wo ist denn jemand? Ach, guck mal an. Ach, komm. Okay. Ja, läuft's. Ja, ich überlege. Ach, ich bleib einfach auf Adler. Ich warte noch, bis das Zeitalter endlich da ist, ey. So, hier ein bisschen machen wir Felder rum. Du bist ja hier schon am Angreifen, ne? Ja, haben wir so ein paar kleine Villager, die mitnehmen. Da hat auch schon welche stehen, okay. So, gleich Zeitalter. Na endlich, jetzt wird's aktiviert.
Oh, jetzt ist er auch wieder Zeit, okay. Kamachiwai. Sayarichi, Sayarichi. Ari. Sayarichi, 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 Sayarichi. Jay. Guck mal jetzt noch. Ich hole mir immer so einzelne Villager, die man hier so ein bisschen wegsnacken kann. So. Vielleicht auch mal ein bisschen Stein möchte ich haben. Geil, jetzt habe ich natürlich kein Holz, ist klar. Was soll das werden? Ein Dorfzentrum? So, ich habe bald endlich das neue Zeitalter. Soll ich dann direkt aufs übernächste Zeitalter gehen? Was meinst du damit, aufs übernächste? Also noch eins draufhauen, also direkt mich gar nicht kümmern. Nee, baue dann am besten erstmal. Jetzt baue ich erstmal Soldaten, okay. Ach so, ja, Ritterzeit. Ja, dann geh erstmal auf Ritterzeit. Oder schwer. Geh erstmal auf Ritterzeit, keine Soldaten. Okay, sehr gut. Fleisch. Zwei Gebäude der Feudalzeit. Okay, das kriegen wir noch hin. Es hat genug angerichtet. So. Ich glaube, ich mische hier mal ein bisschen was dazu, wenn ich das hier sehe. Ich jetzt nicht nur mit Adlerkrieger ankomme. Wie sieht's bei dir aus? Ganz gut? Ich baue jetzt gerade die Gebäude aus der Feudalzeit, also den Marktplatz oder so. In die Richtung. Den habe ich jetzt Schmiede. Gebaut. Die Schmiede habe ich auch gebaut, ja. Ja, gut. Und viel mehr habe ich jetzt aktuell nicht. Jetzt warte ich währenddessen, bis ich Kohle und Holz und alles habe und dann könnte ich upgraden. Okay, so. Nee, drittes Zeitalter wird gerade, Ritterzeit wird entwickelt. Super. Ja, ich habe auch das Gefühl, es läuft ein bisschen besser als vorher. So, okay. Ich mische jetzt hier so ein paar Schleuderer dazu. Oh Gott. Okay. Jetzt wird geschleudert. Jetzt kann ich Miliz. Ach nee, ich warte ja noch auf die Ritter. Entschuldigung, ich bin noch. Ja. Ari, Kamachiwai.
Sayarit. So, Markt. Dingens, wo ist nochmal dein Haupt, dein Marktplatz? Wie sieht der nochmal aus? Der ist hier. Links unter meinem Haupthaus. Ja, ich glaube. Kommt da ein Bestätigungsgeräusch? Wenn du da so eine Flagge drauf siehst, wenn du rechts klickst, dann bist du richtig. Nee, ist komisch, nee. Das. Ich finde es gerade nicht irgendwie. Also ich habe so unter meinem. Da, wo dieses kleine Wäldchen ist, zwischen den zwei Wäldchen. Genau, das sind zwei Gebäude und das eine leuchtet gerade so und das andere ist der Marktplatz. Ja, dein Marktkarren fährt aber schon in die richtige Richtung. Aber welches von den zwei Gebäuden? Ich sehe da zumindest eins. Das linke. Das linke. Ja, das, ja. Mal gucken, ob er jetzt was macht. Ja, scheinbar schon, okay. Okay, soweit sieht es bei mir eigentlich noch ganz gut aus. So, jetzt habe ich die Ritterzeit. Sehr gut. So, der ist weggeschleudert. Der versucht hier, meine Einheiten zu kontern, aber das ist jetzt unkonterbar, was ich hier schicke. Shit, Nahrung. Oh, sind die Kacke. Nimm alles zurück. Oh, ich geh doch nicht auf Schleuderer. Fühle mich latent überfordert, ich kann gar nicht richtig reden oder irgendwas. Ich baue halt alles, ich level up, ich produziere ohne Ende gerade irgendwelche Einheiten und gibt es noch ein Zeitalter? Nein, Ritterzeit ist das letzte, oder? Nee, danach kommt noch eins, aber Ritterzeit können wir den auch schon angreifen jetzt hier. Ey, meine Leute werden irgendwie angegriffen, merke ich gerade. Ja, die sind da ein bisschen in sein Lager reingelaufen. Ich überhaupt nicht haben? Warte mal. Ja, okay, ich warte noch mal lieber. Das war nicht so gut. Ich depp. Die schicke ich jetzt mal. Okay, ein war. Ja, stimmt, es gibt noch ein viertes. Okay, ich habe das aber gleich. Das vierte? Also ich hol's mir gleich, meine ich damit. Ah ne, ich muss ja erst noch eine Burg und sowas bauen, stimmt. Da war ja noch was. So, okay. Bisschen mehr Stein könnte ich gerne haben. So, okay. Hin. 300 Holz habe ich gleich. Los geht's.
Okay, du brauchst auch schon eine Burg, sehr gut. Ja, ich brauche das zweite Gebäude, ja. Und dann wird schön hochgelevelt wieder. Mhm. Ah, läuft, das macht richtig Bock. Es ist auch ja. So gemütlich, geht so vor sich hin, dümpelt so rum. Kann man machen. Ich bin jetzt mal ein bisschen auf Bogenschützen gegangen. Ja, du bist jetzt nämlich voll auf Langschwertkämpfer, mein Freund. Ach shit. Ach, Gold. Ja, okay, da kann ich ja. Bleib ich vielleicht doch mal auf den. Tausend Nahrung habe ich jetzt gleich. Zack. Ja, jetzt wird's knapp hier. So. Jetzt brauche ich doch mal die. Ah, da werde ich angegriffen, aber das ist lächerlich. Oh, ich greife jetzt mal unten ein bisschen sein Dorf an. Mhm. Weil ich es kann. Ah, okay, so. Nur noch ein bisschen Gold. Ach, was haben wir denn hier? Ach, da greifst du auch schon ein bisschen an, sehr gut. So, aber gleich tot. Wer will mich hier bekehren? So, das sieht doch mal hier alles ganz gut aus. Ja, oder? 600 Nahrung. Ich sammle mal hier oben meine ganzen Leute. Ich habe auch schon Belagerungswerkstatt hier vorne. Also, ich habe bei mir auch schon durchaus genug in der Warteschlange. Es ist nur noch die Frage, wann der Gegner fällt. Ari? Ari?
So, viertes Zeitalter ist auch am Start. Sehr gut, das läuft auch alles gut. Ja, ich muss glaube ich noch ein bisschen warten. Was brauchst du noch? Nö, ist einfach nur, ich greife hier so einzeln an und da sind dann doch schon. Die sind dann doch schon nicht unstark. Ja, das ist nicht so schlimm. Ich habe hier alles Mögliche daneben aufgebaut. Ja, ich bin hier links gut. Ich bin gut dabei. Nur. Kannst auch gerne mit Dorfbewohnern nach vorne kommen und da auch. Du kannst gerne hier vorne auch noch was bauen, was näher dran ist, damit du nicht immer so weit laufen musst. Ja. Ja, wäre auch noch eine Option. Was bei dir bauen, meinst du, um die Ecke? Ja, da bei dem Feind direkt. Ja. Wo sind hier meine Universität? So. Genau. Also das macht man auch oft, dass wenn man dann den Angriff macht, dann nochmal ein paar Dorfbewohner vorschickt in die Nähe vom Gegner und da dann nochmal ein paar Gebäude baut, damit man schneller da ist mit seinen Einheiten, die da direkt erschaffen kann. So klassisch. Oh, jetzt habe ich hier... Du sollst noch bauen. Oh. Versuch's jetzt auch mal. Jawohl, das läuft doch. Ja. Da wird er auch so schnell nichts mehr machen können hier. Ja gut, er ist natürlich auch alleine, ne? Was man schon macht. Aber das hätte er sich auch vorher überlegen können. Ja, bevor er hier den Krieg erklärt hat. Ja, ist doch so. So. Das sieht gut aus. Ja, ich finde auch. Da ist er. Ja. Da ist er doch. GG. Wow, wunderbar. Das waren schöne Matches. Das war ja, richtig, ne? Unterhaltsam für mich. Also ich weiß nicht, wie es für draußen Leute ist, aber wenn die zugucken, weil ich meine, ihr kennt das ja alle schon, ne? Du kennst es ja eh schon, dieser Aufbau, aber für mich ist das alles noch voll überraschend und neu. Und super spannend. Echt schönes Spiel. Ja, ne? Also ich finde auch so, wenn man ein bisschen langsamer da reingeht und dann erstmal sich ein bisschen aufbaut und dann guckt, okay, jetzt kann ich angreifen und sowas, dann macht es ein bisschen mehr Spaß, wenn man sofort irgendwie aufs Maul kriegt. Und in der Feudalzeit hast du da doch schon 3 Ritter in der Base stehen und so. Das ist ja normalerweise, wenn wir jetzt gegen echte Leute spielen würden, dann würden wir uns halt sofort rushen, dann wärst du innerhalb von 10 Minuten aus dem Spiel und dann... Das kenne ich. Passt das. Ja, aber, ja. Es ist wie bei StarCraft auch oder so, da kenne ich es ja ein bisschen von Straight to Gold, dass man eben seine, man hat am Anfang die 10 Minuten, wo man überleben muss und den Rush entweder führen muss oder abwehren und danach ist dann die nächste Phase, wo es dann darum geht, wer wahrscheinlich schneller die Technologie entwickelt oder so. Ja, auf jeden Fall krass. Schön. Ja, Spiel. Aber finde ich schön, dass wir heute jetzt so ein paar coole Spiele machen konnten, dass du da auch ein bisschen reingekommen bist. Vielleicht machen wir auch nochmal eine Runde mit Krogi dann auch nochmal zusammen. Vielleicht können wir Anton auch noch dazu holen, der hatte ja auch bei der LAN gespielt und wollte auch gerne noch mitspielen. Absolut, alle, die Bock haben, ja. Marco, wer auch immer, sollen alle kommen. ja, auch in die Anfängerrunde rein mit ihm. Ja, da wird er seinen Spaß haben, ne? Das wird ihm. Oh ja. Ja, das glaube ich.
Ja, das gönne ich ihm. Okay, Wahnsinn, das war super. Ich bin happy und bedanke mich bei dir. Mhm. Ja, klar, Mara, gerne. Für deine Geduld. Gerne, gerne. Und als nächstes dann gemacht. Irgendwann gegen Donny, ne? Oh ja, ja, da musst du aber noch ein bisschen üben wahrscheinlich. Ja, mal da gucken. Ja, vielleicht gut. Noch ein Spiel und dann hast du ihn. Vielleicht noch eines, ja, mal gucken. Ich bin auf jeden Fall happy und das war ein schöner Tag heute. Viel gemacht, was ich nicht erwartet hätte. FIFA und Age of Empires 2. Vielen Dank dafür. Und dann mache ich jetzt Schluss und wünsche dir noch, streamst du noch weiter, dann schicke ich dir ich höre jetzt, auch auf. Wo schickst du sie denn hin? Wo schicken wir sie denn alle hin? Ich gucke auch mal. Verbünden. Ich gucke auch mal hier. Wer ist denn noch da? Florentin ist da. Ach, natürlich, da stellt sich die Frage ja gar nicht, wo wir die Leute hinschicken. Ja, zack. Creepcheck. Creepcheck läuft. So. Okay. Alle zu Florentin. Los geht's. Ich mache auch schon mal Raid. Liebe Raider, kommt jetzt mal alle kurz zu Florentin. Danke noch, Pinky's Brain, für dein Abo. Und jetzt habt ihr alle viel Spaß hoffentlich. Und Raid ist angestellt. Wir sehen uns beim nächsten Mal, ja? Ja, machen wir. Mach's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao. So. Hier gehe ich auch mal raus. Und ich verabschiede mich auch von euch, die hier zugeguckt haben. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, konntet ein bisschen schauen, wie man so mit Anfängern zusammen auch noch ein bisschen was reißen kann. Ich hatte jetzt tatsächlich die ganze Zeit gedacht, dass die KI noch mal eine Schippe drauflegen würde. Da hätten wir wahrscheinlich noch schwieriger machen können. Aber wissen wir jetzt fürs nächste Mal, da packt man noch mal eine Schippe drauf. Machen wir schön die schwere KI. Oder eine doppelt verbündete KI. Aber ich glaube, die haben jetzt so ein bisschen Blut geleckt. Ich hoffe, ich konnte Krogi und Simon ein bisschen dafür begeistern. Das macht man immer so, dass man das immer erstmal nicht so schwer macht. Wenn man sofort aufs Maul kriegt, dann hat man keine Lust mehr auf das Spiel. Also ich zumindest. Deswegen erstmal schön langsam reinstarten, schöne Erfolgsmomente generieren und dann in der dritten Folge direkt gerusht. So, viel Spaß bei Florentin, wie damals in der Schule. Macht's gut, ciao.